Yeah. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge der Hunter Call of the Wild. Ich bin ein bisschen auf TA War unterwegs. Da bin ich einfach mal ganz gemütlich gelaufen und habe eine riesen Wildziegenherde gefunden. Also die ist echt mega riesig. Also ich glaube mindestens 20, 30 Tiere, wenn nicht mehr. Also so viel auf einen Haufen, seit ich losgelaufen bin, habe ich noch gar nicht gesehen. Und da habe ich ein paar Level 4er rausgefischt. Oder gesehen, besser gesagt. Und einer, der hat mir ganz gut gefallen. Der war ganz weiß, weiß wie Schnee. Da ist er nämlich, genau. Und da habe ich mir gedacht, nee, den muss ich unbedingt knipsen hier. Weil, ja, ich habe jetzt bis jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt auf der Karte. Die ist mega geil. Macht auch mega Spaß, auf der zu jagen. Also, Hut ab. Die Karte ist echt gut gelungen. Du hast viel Abwechslung drin. Über Dammhirsch, Rothirsch, Wildziegen, Hasen, alles Mögliche. Ja, den will ich unbedingt haben hier. Was läuft denn da? Oh, ein Fünfer! Ein Fünfer! Alter, den muss ich auf jeden Fall knipsen. Weil zuvor habe ich auch einen Fünfer geschossen, aber das war ein Megatroll. Also, Troller geht's gar nicht mehr. Ein Fünfer und ging gerade noch bis Gold. Da habe ich auch gedacht, hä, wie ist das möglich? Naja, aber den muss ich mir holen. Ja, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig, wenn ich ein Maximaltier sehe. Okay, der liegt. Sauber geschossen, der liegt. Ja, die Solo King, die ist für das Terrain hier perfekt. Jetzt habe ich zwei Vierer gesehen, gerade da vorne der Weiße und da hinten. Und jetzt bin ich echt gespannt, hey. Weil das wäre mein zweiter Troll auf der Map. Aber, naja, es gibt halt echt recht viele Trolle. Was immer wieder ärgerlich ist, wenn du echt viel Mühe gibst oder eine weite Distanz laufen tust, weil du eine Fährte gefunden hast. Aber jetzt bin ich mega, mega gespannt, ob das wirklich einer ist. Allein die Hörner. Ey, der sieht echt riesig aus. Heieiei. Aber der ist echt schön. Also sogar die Fellfarbe gefällt mir echt richtig gut. Jetzt bin ich echt. Also echt baff, dass ich nochmal einen gefunden habe. Und er ist Diamant. Geile Scheiße. Das ist echt wirklich geil. Ja, männlich. 49, 67. Was für ein Fell? Gemischt. Leute, schreibt mir das unbedingt auf jeden Fall unten in die Kommentare, wenn ihr jetzt keinen Diamond habt. Aber wenn ihr die Fellfarbe gemischt, habe ich jetzt zum ersten Mal. Und ist kleinen Diamant. Doppellunge, also sicherer Schuss gewesen. Heftig. Das ist echt mega heftig. Ja, 2,8 wäre. Und 2,18 hat er. Geil. Geil. Ja, auf jeden Fall ausstopfen. Da gehe ich kein Risiko ein hier. Aber der ist richtig geil. Mann, oh Mann, hey. Ja. Auf jeden Fall, wenn euch das Video bis jetzt schon mal gefallen hat, Daumen nach oben, irgendwelche Fragen einfach unten in die Kommentare schreiben und auf jeden Fall abonnieren nicht vergessen für weitere Videos von mir, für euch, weil sowas, ja, sehr geil, das waren jetzt zwei Trolle und der dritte ist ein Diamant gewesen, also richtig gut, geil.
Da hinten ist gleich nochmal einer, ein Vierer. Ey, Wahnsinn. Ey, ich lieb die Map. Die ist echt so vielseitig und das ist auch so eine, wo ich sehr, sehr gerne spiele. Also, bis jetzt auf jeden Fall. Aber ich sage ja, die Wildziegen jetzt, das waren auf jeden Fall, wo ich dahin bin. Ich bin nur gelaufen die ganze Zeit. Ich wollte nur einen Außenposten frei machen, weil ich es gesehen habe. Und bin zu dem Fluss, weil ich gesehen habe, dann auf der Map den. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da so viele Wildziegen habe ich nur echt noch nie gesehen. Das waren auf jeden Fall 30 Stück. Auf jeden Fall, der sitzt. Aber warum bewegt er sich nicht mehr? 25, 0. Und down. Okay, ich glaube, der ist buggy. Ja, der war auf jeden Fall buggy. Auf jeden Fall ist der gut gebuggt. Ja, das ist hier ganz oben der See. Ich bin von da unten. Ja, bis hier hochgelaufen. Ich bin einfach nur gelaufen und dann finde ich sowas hier. Ich sage ja, die Tiere hier, das ist der Wahnsinn, wie viele auf einmal an einer Stelle oder an einem See jetzt. Ich bin nur zu dem See gelaufen wegen dem Außenposten. Mehr gar nicht. Und dann sowas. Springt dir mal kurz ein Level 5er vor die Nase und ist noch da. Diamant, hey. Also geil. Aber auch die Fellfarbe gemischt. Also, das ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das echt selten ist, aber. Hey, bis jetzt. Ich habe echt viele Wildziegen schon geschossen. So jetzt im Verlauf des Spiels. Aber. Also, die Fellfarbe habe ich noch nicht gesehen. Aber wenn ihr wisst, ob das selten ist, ihr könnt mir auf jeden Fall mal unten reinschreiben. Da ist der nächste Vierer. Also, hier sind echt viele Vierer. Echt viele, viele. Ich glaube, der ist zu niedrig gewesen, oder? Oh ja, der war zu niedrig angesetzt. Ja, ich glaube, den habe ich nur Angst getroffen oder im Fuß getroffen oder so. Und jetzt? Ja, okay, jetzt müsste gleich liegen. Aber der ist auch buggy. Das ist jetzt der zweite Buggy hier. Die flüchten auch nicht. Normalerweise müssen die alle weg sein. 25? Hm. Aber die gehen hier nicht weg. Na doch, da, jetzt. Aber die auch nicht. Also irgendwie ganz komisch. Ein paar Tiere sind nicht verbuggt. Aber genau die, wo jetzt hier so rumstehen. Ja, nachladen. Ja. Das ist öfter mal Probleme, wenn man gerade so viele Tiere hier hat. Aber ich glaube, das war Herz. Ich glaube, den habe ich am Herz getroffen, ne? Ja, da oben. Ich bin nur hochgelaufen, weil nur den Außenposten, aber. Da ist mir gleich so eine Herde, ich sage ja, das ist Wahnsinn gewesen. Ich habe meine Augen erst gar nicht trauen können. Ich laufe da hoch. Vor allem höre ich nur lauter Ziegen. Dann denke ich mir, ja, starte ich mal die Aufnahme auf jeden Fall. Ich habe es ja gesehen, da sind schon ein paar losgelaufen. Da unten sind ein paar gestanden, die wo ihr jetzt gerade nur hier seht. Ja. Aber so viele und dann noch. Richtiges Glück nur gehabt, dass da nur einer dabei ist. Ich weiß jetzt gar nicht, waren das jetzt vier, wo so verbuggt waren? Ja, ich glaube schon, hä. Aber der Rest ist alles weg. Also die sind nicht hier
zu Eis erstarrt. Ja gut, die Vierer hätte jetzt so oder so rausgeholt, aber wenn da noch mehr so rumstehen, dann ist es auf einmal ein guter Geldbeutelfüller, kann man sagen. Weil Geld brauchst du in dem ganzen Spiel sowieso, also für Munition, egal, für Attrappen etc. Alles Mögliche. Gerade weil ich hier auf der Konsole spiele. Braun. Der sieht ja lustig aus. Ja, die Wildziegen hier, das ist der Wahnsinn. Aber da ist auch nochmal eine hier. Ja, also. Die habe ich jetzt auch noch mitgenommen. Also waren jetzt, glaube ich, 5. 1, 2. Schwarz-Weiß. Ja, das ist der, wo ich genau vorher schon gesagt habe, dass ich den wahrscheinlich am Herz getroffen habe. Das ist der zweite. 3, 4. Sind nur vier gewesen, wo so buggy waren. Der Rest ist alles abgehauen. Also manchmal denke ich echt, das ist Albino, aber dem habe ich ja richtig eins durchgegeben. Ich liebe meine Knipser manchmal. Gerade wenn sie richtig gut sind. Das ist ja Doppellunge mit Herz. Ja gut, wenn die so ruhig stehen bleiben, da kannst du ja perfekt zielen. Ja, der ist auch braun. Aber Lunge, Hauptsache die Lunge immer. Oder irgendein Organ. Ne, das sind doch 5 Stück, was ich geschossen habe hier. 5, wo vereist waren. Ja, das ist doch der Level 4er. Ich glaube, das ist der, wo ich, ja genau, den, wo ich richtig schlecht noch getroffen habe. Naja, kein wertvolles Organ. Ja, das ist der zweite Schuss, der ging genau in den Kopf. Nicht gewollt, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, den hätte ich lieber am Nacken getroffen, aber ist gar nicht so einfach, so ein Nackenschuss. Gerade von vorne nicht. Aber hier, das ist der Wahnsinn, was hier los ist. Ich habe noch nicht mal den Außenposten hier freigemacht. Ah, das sind immer so geile spontane Ausflüge, wenn du einfach mal quer durch die Map wanderst. Ja, und dann passiert es einfach, dass dir seltene Tiere du einfach vor die Flinte laufen. Ja, hier ist noch ein dunkelbrauner gewesen. Ja, aber das ist doch einfach cool. So ganz gemütlich mal hinsitzen, ein paar Runden oder ein paar Runden, Stündchen oder einhalb mal zocken. Und jetzt einfach nur mal so loslaufen, ohne speziell irgendwelche Bedürfnisgebiete, weil ich noch gar keins hier drin so gesehen habe. Einfach loslaufen und dann passiert da sowas. Da freust du dich echt mega. Also, das ist geil. Ja, ich glaube, hier sind keine mehr. Die sind alle abgehauen. Ja, da hinten, da ist nur steile Wand. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt sind.
Bei Gämsen ja, aber Wildziegen eher nein. Ja, auf die andere Seite, wo ich da jetzt gerade dahin geschaut habe, da muss ich hin. Ah, da ist die nächste Vierer. Ja, geil. Also, Vierer gibt es hier, glaub, wie Sand am Meer. Aber ich glaube erst seit dem Patch, dass da sich was verändert hat, dass du da mehr höhere Tiere siehst und auch hast, so gesehen. Weil, so habe ich bis jetzt noch nie. Da ist nochmal einer. Nee, das ist ein Weibchen. Ich glaube, ich bin da gerade auf einer Spur. Deswegen. Da ist nichts mehr. Aber wie so oft, die können auf einmal auf einen Schlag wieder vor dir stehen. Ja, da hinten, wo der kleine Punkt war, da ist genau, wo ich nur freischalten muss, mein Hütchen, wo die Straße zu Ende geht. Ah, da ist ja nochmal eine. Mal schauen, ob da noch mehr sind. Weil das nimmt irgendwie gerade kein Ende. Ah, nochmal ein Vierer. Wer sagt's denn? Ja, komm, komm von der Hecke weg. Ich bin so ein lieber Jäger. Und den habe ich auf jeden Fall geknipst. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass er weglaufen, aber ich glaube von da hinten. Ja, der liegt da auf jeden Fall noch. Ja. Ja, der liegt. Gut geknipst, halb gewonnen. Nee, so macht sie Jagen auf jeden Fall Spaß. Müssen noch ein bisschen am Content, ein bisschen an den Patches nur arbeiten, dass danach nicht mehr Fehler sind als vorher. Aber sonst im Ganzen kann ich mit dem Spiel echt zufrieden sein. Das ist auch das beste Jagdsimulator, was ich bis jetzt ausprobiert habe. Und bin auch bei der Hunter Call of the Wild geblieben. So, jetzt betrachten wir den noch hier. Dunkelbraun, Vierer. Ja, kann man zufrieden sein. Ja, Hörner passen auch. 2878, ja. So, jetzt sind wir schon am Ende. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und Kommentare reichlich. Bis dann, euer Kaliber. Ciao.